3, 2, 1, boom, es geht wieder los. Ich möchte einmal die Rap-Gruppierung aus Wien, Kreml und Samurai zitieren. Lethargy, c'est la vie, seit 86 in VAI, passen zu deinem Geburtsjahr, Marco. Servus. Servus, Christi. Oh, Kreml und Samurai, ich mag sie sehr. Sind richtig cool. Können auch gut Party feiern. Ich bin da immer begeistert. Ja? Hast du schon eine Kollaboration mit ihnen gemacht? Oder irgendwie so? Tatsächlich nicht, aber es wäre mir eine große Ehre. Ja, wäre schon geil. Ich mag diesen Wiener Flair, wie man vielleicht an meinem eigenen musikalischen Schaffen auch vielleicht schon mal gemerkt hat. Ja. Ja, wie lang machst du denn schon Musik? Also was war denn der erste Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich Bock, Musik zu machen? Naja, ich habe so wie viele Leute in dem Land als kleiner Bub Gitarre gelernt, ja, so irgendwie so volksschulmäßig halt. Ja. Und dann irgendwann tauscht man halt kurz vor der Jugend die Gitarre gegen eine E-Gitarre, weil dann siehst du mal im Fernsehen, spielt irgendwer E-Gitarre und dann denkst du, ich brauche eine E-Gitarre, was ist das andere, das interessiert mich nicht mehr. Und das ist auch der Moment bei mir gewesen, wo ich das Vorherige, was ich gelernt habe auf der klassischen Gitarre, alles vergessen habe und augenblicklich nur noch in drei Akkorden und Punkrock gedacht habe. So war das irgendwie seinerzeit, so im letzten Jahrtausend, muss ich fast sagen. Mhm. Und dann habe ich eine E-Gitarre gehabt und habe dann weiterhin schon Unterricht gehabt, aber es war klar, dass für das, was ich machen will, nämlich in einer Band spielen und so halt zu dritt halt klassische Punkrock-Besetzung, Bassgitarre, Schlagzeug, für das brauchst du keinen Lehrer mehr. Mhm. Und dann in dem Moment war auch irgendwie die Motivation weg, in einen Unterricht zu gehen, und dann habe ich in der Klasse halt meine Freund, die auch irgendwie, wo einer halt auch eine Gitarre gehabt hat, und einer zufälligerweise vom großen Bruder ein Schlagzeug geerbt, haben wir dann gesagt, so, und jetzt machen wir eine Band. Und dann verbarrikadierst du im Proberaum und schaust du mal, dass du richtig, richtig gut wirst. Mhm. In was? Im Saufen. Nein, Spaß beiseite, aber du tust auf jeden Fall viel Bier trinken auch am Anfang, und so hat das mein Startschuss quasi war das. Aber ich glaube, das Biertrinken, das ist ja sowieso uns Österreichern in die Wiege gelegt. Ich glaube, wir sind drittgrößte Nation, was Biertrinken angeht, zweitgrößte ich Nation. Ich glaube sogar zweite, nach den Tschechen. Nach den Tschechen, naja, bitte. Gut, in die Tschechen finden selbst die Österreicher ihren Meister, weil ich glaube, die liegen so um 20 Liter pro Kopf fuhren. Mhm. Das, selbst wenn die Bierpartei den Kanzler und den Bundespräsidenten und den, weiß ich nicht, alles, jeglichen Ministerposten stört, die 20 Liter, die holen wir nicht auf. Die Tschechen sind einfach. Die Tschechen. Ja, ja. Komplett. Komplett. Ja, das klingt dennoch an einer sehr klassischen Bandgruppierungsstory. Wie. Es war ja nicht ursprünglich Turbo Bier, gell? Es war ja, glaube ich, 2004, 2005 fast eine andere. Ja, ich habe viele Bands gehabt. Ja. Ich habe in mehr Bands gespielt, wie diese Räumlichkeiten da Tierschneuen hat. Also, nein, es waren sicher 10 Bands, verschiedene. Go-Gates hat ein Bandkasten, das war Punkrock. Ich habe in einer Elektro-Punk-Band gespielt, ich habe in einer Indie-Band gespielt, ich habe viel verschiedene Sachen gemacht. Das war immer Gitarre oder Bass und halt gesungen. Und dann kam irgendwann Turbo Bier, und das war von Beginn an irgendwie anders, weil auf einmal wirklich viel Leute bei den Konzerten immer waren. Ja. Und das war sozusagen irgendwie unerwartet, weil, also ich hätte nicht geglaubt, dass das irgendwen interessiert, was ich da mache, aber es war dann doch ganz witzig, und es war für mich lustig, weil ich dann wirklich einmal nur Gitarre gespielt habe, ich habe früher Bass und habe immer hin und her gewechselt und so, aber diesmal habe ich gesungen und Gitarre gespielt und habe auch zum ersten Mal diese ganzen Heim-Recording-Möglichkeiten ausprobiert. Das war früher. Das war ja nicht so, du hast ja nicht irgendwie du hast immer in ein Studio gehen müssen, und dann nimmst du dann was auf. Ja. Und dann irgendwann vor 10 Jahren habe ich dann gelernt, wie man eigentlich daheim was machen kann. Jetzt nur demomäßig, aber das ist halt ein ganz anderer kreativer Prozess. Ja, klar, ja. Weil du bist nicht angewiesen auf einen Bäder, der ein Studio hat, und da haust dann was rein und das muss dann gleich rauskommen, sondern du kannst da wirklich was probieren. Und, ja. Und so klingt Turbo Bier auch irgendwie, finde ich, wie wenn einer was probiert hätte. Ja, wäre erfolgreich. Ja, zum Glück. Ja, ja, super. Sonst darf man nicht da sitzen. Sonst darf man nicht, naja. Naja, aber ich finde es cool. Vor allem, wie heißt das, im Fußballplatz? Super.
Ja, das ist ein Evergreen. Ja, Wahnsinn. Oder verliebt in einen Kiewerer, das hast du sogar auf Japanisch gesungen, gell? Ja, das war ganz witzig. Zur ersten Tubo-Bier-Tour in Japan, aber wenn man denkt, ah, verliebt in einen Kiewerer, das muss ich eigentlich auf Japanisch singen. Und nein, Japanisch ist nicht sonderlich gut. Ja? Jetzt hat man das, eine Bekannte, die Japanisch kann oder zumindest vorgibt, es zu können, die hat das dann übersetzt und ich habe das eingesungen. Und die Leute am Konzert waren so, okay, he sing about something with police and something love. Something of policeman? Ja, policeman? Aber, oh. Policeman. Aber so richtig geschnallt haben sie es nicht. Weil wahrscheinlich ist es so, wie was der, wenn eine Army jetzt versucht, Deutsch zu reden, das ist einfach verheerend. Ja. Ja. Oder ein Franzose versucht, Englisch zu reden. Ja. Wobei, es kommt gut an, wenn ein Franzose andere Sprache spricht, vor allem in der Damenwelt. Das stimmt natürlich. Weißt du, wenn ein Franzose so redet, das ist sehr schön. Das ist sehr süß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei einem Wiener auch, wobei wir Wiener, ja, also wir, du ja auch irgendwie, sind natürlich im Ausland schon sehr beliebt aufgrund unseres Dialekts. Ja, das haben mir sogar mal eine deutschen Bekannten bestätigt. Ja. Kommst du aus Österreich, oder? So, ja. Aus Wien? Nein, Steiermark. Naja, aber ja, Österreich halt. Ne? Ja, toll, ihr seid so sympathisch. Ja, das überrascht mich eigentlich immer sehr, weil eigentlich finde ich ja, den Österreicher per se jetzt unbedingt sehr freundlich immer. Ja. Aber ehrlich. Ja. Also wir geben nicht vor, zu sympathisch zu sein, aber das, was wir sagen, das stimmt dann auch meistens irgendwie. Ja. Nicht so wie die Amis, die ja oft irgendwie sich in zu viel Empathie hüllen, die gar nicht existiert. Amen, yeah, bla und so. In Wahrheit kannst du sowas America. Kühlen. Ja. So, genügend um die Welt gebasht. Es hat ja der Christoph Walz war ja beim So, schieß mich dort. Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, einer von den zwei. Und da ist halt die Frage gestellt worden, what's the difference between Austria and Germany? Und der Christoph Walz hat das perfekt erklärt. Die Deutschen, ich übersetze das auf Deutsch, die Deutschen sind sehr ernst und sehr strikt, meinen es aber nicht so. Der Österreicher ist super lieb, super freundlich, meinen es aber nicht so. That's the difference, also super. Ja, das stimmt. Und der muss wissen, ja. Der ist ja Wiener, oder? Der ist Wiener, ja. Sehr lange in Deutschland gelebt, glaube ich. Ich glaube, er hat angefangen als Leiche im Tatort. Oh, na das bitte. Das war seine erste große Rolle. Na cool. Also auch für mich ist noch nicht zu spät. Vielleicht kann ich auch mal wohl Leiche sein. Und dann Oscar. Zumindest Turbo Bier mit Oscar. Preisträger wäre schon cool als Hauptmusik-Act. Eigentlich schon, ja. Gell? Schauen wir mal. Nein, wir tasten uns langsam von unten herauf. Ja. Jetzt sind wir zum 14. Mal für einen Amadeus nominiert und vielleicht wird es jetzt der zweite. Ja, geil. Das heißt, was ich damit sagen möchte, ist, es ist noch ein bisschen ein Weg bis zum Grammy. Ja, aber nicht unmöglich. Nicht unmöglich, ja. Sag niemals nie. Oder wo ein Wille, da Promille. Da Promille, so ist es. Euer Grundsatz. Wir haben in Graz, weißt du ja auch, wenn wir jetzt gerade wunderbar beim Turbo-Bier-Zentrale sind, in Graz haben wir das Puntigammer Bier. Und da habe ich jetzt eine Frage an dich als Experte. Ich habe es mal auf Kriegel.tv natürlich angeschaut. Was machen wir in Graz gegen die ganzen radikalen Quertrinker? Weil es ist im Kummern, wirklich, Radler ist im Kummern. Immer mehr. Es ist nicht nur ein Grazer Problem, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das Einzige, was man wirklich dagegen tun kann, ist Bierpartei wählen. Mhm. Das sind wirklich die einzigen, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, die Bierpartei ist die einzige Partei im österreichischen Parteienspektrum, die sich dieser Problematik wirklich annimmt. Ja. Alle anderen sind blind auf diesem Auge und das ist sehr schlecht, weil wir wissen, dass verunreinigtes Bier eine geheime Zuckerbombe ist. Mhm. Das ist auch wissenschaftlich fundamentiert, was ich da jetzt sage. Und deswegen Bierpartei wählen. Aber ich glaube so, dass generell der politische Samen der Bierpartei in der Steiermark auch auf sehr fruchtbaren Boden fallen würde. Ja, Bierpartei Graz, warum nicht?
Das wäre eine Idee, oder? Das wäre eine Idee, dass ich das noch nicht verfolgt habe. Ich wäre dabei. Vielleicht, weil ich keine Zeit habe. Aber deswegen brauchen wir gute Leute, wie dich zum Beispiel. Siehst du? Und schon sind wir im Geschäft. Und alle, die das jetzt hören, die wissen jetzt, das war ein Paradebeispiel dafür, wie Politik in Österreich funktioniert. Ja. Schon du nicht, das machen wir so, dann machen wir unter der Hand. Und na, passt ja, schon. Ja. So, gehen wir mal Golf spielen, dann geht sich das aus. Genau. Gehen wir mal Golf spielen. Minigolf in unserem Minigolf, Fall. Ja, ja, nein, das tue ich mir nicht an. Ich bin ja leidenschaftlicher Minigolfspieler. Ja? Ja. Sehr geil. Also, Lignano 98, alle geschlagen. Alle? Alle. Alle. Und die Berlusconi dazu, gell? Ja. Ja, mit dem Schläger, leider nicht. Im berühmten Bunga Cup in Italien. Ja. Oh, herrlich. Ja, feine Sache. Ja, aber du, Graz, Bierbeutel, da bin ich voll dabei. Also da kann man sicher schon was machen. Ja. Man sollte auch was machen und es sind ja, ich habe also 500 Milliarden Zuschriften von Leuten, die echt Bock haben, was zu tun und sagen, hey, bei allem Spaß an der Bierpartei, und das ist auch wichtig, weil das Leben muss ja auch Spaß machen, so sonst ist das Schaß. Richtig. Blinkt halt doch hier und da so ein bisschen was Vernünftiges auch durch. Mhm. Und das habe ich jetzt auch versucht zu machen. Ja. Nicht nur Schaß, sondern auch vernünftigen Schaß. Und war da gar nicht so unerfolgreich damit, den Leuten zu zeigen, dass die Bierpartei auch mehr kann. Mhm. Und so gesehen ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis man auch in Graz irgendwie was tut. Und auch aus der Steiermark oder generell aus dem Süden, aus ganz Österreich und bis nach Bayern kommen viele, viele, viele Leute her, die sagen, ich will zum einen Mitglied werden, ja, das wird man jetzt auch bald können, aber dass man auch aktiv, also die Leute haben schon Bock, was zu tun. Und, ja. Und haben halt auch so ein bisschen die Schnauze voll von dem, was jetzt gerade so passiert ist. Ja. Ja, Marco, sagen wir uns ehrlich, das ist schon heftig aktuell. Ja, absolut. Also von sehr viel Unvermögen geprägt. Ich will nicht sagen, dass ich unbedingt mit dem Gesundheitsminister tauschen will in einer Pandemie. Das glaube ich wie keiner. Aber du könntest sogar, du bist ja studierter Arzt. Ja, das könnte ich sogar. Wobei, ich glaube auch nicht, dass... Also ich habe mich schon gefreut, wie der Mückstein so Minister geworden ist, wo ich mir gedacht habe, okay, warte, jetzt ist da ein Arzt, vielleicht bringt das irgendwas. Man hat gesehen, das bringt eigentlich nichts. Mm. Ich glaube, als Gesundheitsminister in der Pandemie kannst du sicher nicht viel gewinnen, ja, das ist schon klar. Aber man hätte auch viel mehr besser machen können. Mm. Ich glaube, da sind wir uns alle irgendwie einig. Also rein jetzt, wenn man mal das ganze Fachliche und die ganze Diskussion mit wie streng müssen Maßnahmen sein, wie locker dürfen sie sein und so weiter. Wenn man das mal komplett außen vor lässt, war es kommunikativ eine Vollkatastrophe. Ja, Alter. Ja, ja, Alter. Also da wäre schon Luft nach oben. Mhm, definitiv. Ja, ich muss auch sagen, also dieser politische Downfall, so als Laie, hat ja meiner Meinung nach angefangen, wo viele Parteien die rote Linie gezogen hätten, haben die Blauen die weiße Linie gezogen in Ibiza. Und das war halt... Jawohl! Jetzt kommen wir, jetzt wird es doch auch kabarettistisch. Ja, finde ich gut. Ja. Sicher. Ja, das war sicher für viele too much und das verstehe ich auch. Und das war auch der Grund, warum ich mir dann gedacht habe, so, Alter, ich habe eine Partei, die heißt Bierpartei. Man muss jetzt irgendwas machen, weil man kann eigentlich dem ganzen Schauspiel gar nicht mehr länger zuschauen da. Und das war zum Glück, dank Ibiza, gibt es jetzt die Bierpartei in dieser Form. Weil wenn dieser Wahnsinnige da unten nicht glaubt hätte, er kann das ganze Land verhökern und dann tatsächlich sagt, das war so eine Geschichte, wäre ein Marco Pogo vielleicht gar nicht in die große Motivation geraten, zu sagen, na, das kann ich aber besser. Ja sicher. Ja, aber das hast du ja zu Ibiza, aber vorher Ibiza schon die Idee zumindest, dass du damit spielst und sagst, okay, passt, Burschen, aber jetzt gehen wir es an. Ja, genau, also die Bierpartei habe ich schon 2000, also den Song Die Bierpartei habe ich 2014 geschrieben und dann relativ rasch angefangen, lustige Wahlplakate ins Internet zu stellen und immer den Schädel, den ich heute noch verwende von mir, der ist jetzt schon, da war ich deutlich jünger noch, aber er ist einfach ikonisch. Da hinten steht er auch. Ja, ich sehe es. Es ist einfach ikonisch und verwende ich nach wie vor gern. Und so ist das dann jahrelang einfach dahingegangen. Und ich habe mir nie gedacht, so, dass ich mal ernsthaft irgendwo antritt, weil
why? Warum sollte ich das machen? Warum sollst du das antun? Gell? Ja, hatte doch auch viele andere Dinge zu tun, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist ja Politik auch irgendwie zeitaufwendig, bin ich jetzt drauf gekommen. Und das Ganze ist dann eigentlich, hat jahrelang so, ist so dahin plätschert und die Community ist immer gewachsen und gewachsen und es waren viele schon Bierpartei-Anhänger, die mir immer gesagt haben, so, die auch schon bei den Wahlen, ich kriege dann immer die Nachrichten, Stories und Messages und schieß mich tot, die bei den Wahlen immer alles durchgestrichen haben und Bierpartei Marco Pogo hingeschrieben haben. Und das war schon immer schön. Ein geiles Feedback, oder? Ja, voll, haben wir voll getaugt. Weil, ja, es war natürlich ein Zeichen des Protestes von vielen, aber es gab mir so die Überzeugung schön langsam mit, hey, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Und dann war ich in Ibiza und immer denkt, na gut, jetzt aber wirklich. Jetzt aber nicht, ja, fix. Jetzt geht's ab. Und habe dann damit angefangen und es gelang dann beim ersten Antritt zumindest mal der Antritt in Wien mit den Unterstützungserklärungen, die einzusammeln. So die Bürgermeisterwahl, oder? Nein, das war 2019 die Nationalratswahl nach Ibiza. Und die Gemeinderatswahl, also Bürgermeister, war dann 2020 und da war ich dann schon ein alter Profi, weil ich vom Vorjahr gewusst habe, wie das geht. Ja. Ich war ja nie ein Parteisoldat oder ich war nie in einer Partei, in einer Vorfeldorganisation. Ich war Mitglied im Tennisclub und bin Mitglied im Fitnesscenter. Und nee, das heißt, du bist sehr sportlich. Nicht einmal da gehe ich hin. Nein, bitte, das ist wie das Fitnesscenter. Also so ein Neujahrsvorsatz quasi. Ja, da ist, jeder ist eintragen in irgendein depperten Fitnesscenter, wo er nicht hingeht. Also, was ich damit sagen will, ist, ich war nie irgendwie Rote Falken oder JVB oder wie die Vereine alle heißen, das hat mich nie interessiert. Und deswegen, das ist mir auch wichtig zu betonen, weil viele glauben so, der Typ weiß halt einfach, wie Politik vielleicht funktioniert und so. Nein, das überhaupt nicht. Ich habe nicht mal gewusst, wie dieses ganze System mit diesen Unterstützungserklärungen, dass man überhaupt mal zur Wahl antreten darf, ist ja ein Wahnsinn. Du musst nämlich, also wir schreiben das Jahr 2022 in einem doch recht, sagen wir mal, fortschrittlich zivilisierten, glaubt man, Land. Und dann ist es nicht möglich zu sagen, ich finde das gut, dass Partei XY auf den Stimmzettel gerät und das vielleicht mit einer Handysignatur oder online. Wir haben doch alle irgendwie einen Computer. Nein, du musst einen Zettel ausdrucken, damit gehst du aufs Amt, da legst du den Ding vor, unterschreibst deinen Ausweis, dann nimmst den Zettel, musst ihn tatsächlich, den Zettel, das kannst du nicht einscannen, oder muss den zur Partei bringen, also sprich zu mir, und ich nehme den Zettel dann und gehe mit diesem Zettel wieder zum Amt. Zur Wahllandesbehörde. Ja. Die nimmt den Zettel und kontrolliert, ob das so richtig ist. Das ist 2022. Das ist auch der Grund, warum die Österreicher nie am Mond fliegen werden. Das dauert zu lang. Das ist einfach. Und ungemütlich ist auch. Und Kaffee gibt es kein Bier, weißt du. Was soll man auch tun auf einen alten Tag noch? Genau. Also es war wirklich verwunderlich und das war so mein erster wirklicher Kontakt mit bürokratischen österreichischen Verhältnissen. Also so tatsächlich, wo ich mir gedacht habe, das gibt es nicht. Und dann habe ich das den Leuten irgendwie beibringen müssen, wie sie eine Unterstützungserklärung für die Bierpartei abgeben können. Wahnsinn. Und alle so, ist das dein Ernst? Das heißt, muss das jeder machen? Das muss jeder machen. Geschlechte. Das muss jeder machen. Und die so, nein, ich habe keine Zeit, aber ich mache das dann online. Und ich so, Keine Chance. Es tut mir leid, aber nicht in diesem Land. Welcome to Austria. Ja. Was ich auch verstehen kann irgendwie, also ich kann es deswegen verstehen, weil dazu bräuchte man eine Gesetzesänderung. Diese Gesetzesänderung müssten natürlich die politischen Parteien irgendwie umsetzen. Und in dem Moment, wo der Bogo mit seiner Bierpartei daherkommt, wollen das halt manche nicht umsetzen, weil der soll ja nicht auf jedem Wahlzettel stehen. Ja, klar, ja. Also es ist so ein bisschen ein Selbstschutz, glaube ich, der andere. Ja, ich find's erfrischend, dass ein neuer Wind weht. Voll. Das ist es. Und vor allem jung. Ich meine, gut, Kurz war auch jung, ist auch jung, aber you know. Wir sind zu kurz gekommen. Eine neue Fahne, kein neuer Wind, eine neue Fahne weht. Ja. Und ich finde es eigentlich auch schön, es ist
lebendiges Signal für, dass Demokratie doch irgendwie funktioniert oder was wert ist in dem Land, wenn Leute, die nicht unbedingt aus irgendeiner Partei, aus einem Parteikader irgendwie entspringen, sondern so sagen, hey, Alter, ich und meine Haverer, wir haben eine lustige Idee und wir wollen vielleicht auch was tun und nicht warten, bis irgendwer andere was macht, sondern wir machen was. Und dann, letzten Endes, funktioniert das auch so im kleinen Rahmen. Selbstinitiative ergriffen. Genau, super. Das ist eigentlich jetzt total unabhängig davon, was man für politische Einstellungen hat, ist es eigentlich leiwand, dass das geht überhaupt. Ja. Genau so ist es, ja. Absolut. Das, was da so quietscht, ist übrigens, nur dass sich unsere Zuhörer auch etwas in dieses Setting hier hineindenken können, der kleine Biertisch, auf dem wir sitzen. Bierbank, super. Er quietscht und das ist ein Bierbank. Ja, es ist authentisch. Ja, natürlich habe ich ein Bierbank. Ja, sicher. Ich mein, worauf soll ich denn sonst sitzen? Ne? Ja, cool. Aber du hast ja auch jetzt da in Simmering, dein Heimatbezirk, welche Postleitzahl habt ihr? 11-10. 11-10 ist dann der... Elfte. Der Elfte, immer die Mitte ist das, die gell? Mitte, genau. Okay, also im 11. Bezirk in Simmering. Außer der ORF, der hat eine eigene Postleitzahl 1136. Wieso? Das ist so groß, ich weiß nicht, warum der eigene Postleitzahl hat. Das müsste, wenn ich es... Vielleicht sollte ich zuerst die Fakten einholen und bevor ich mich noch Scheiß daherrede, aber ich glaube, weil das der Wave, 1136 Wien. Okay, ja. Aber gut, es ist auf 1110 und in der Mitte steht immer die Postleitzahl, also ist der Bezirk ersichtlich. Hängt mir immer aus. Weißt du, in Graz, wir haben zwar auch ein paar Bezirke, aber man nennt halt eher den Bezirk. So, ja, ich komme aus Buntigam, ich komme aus Liebenau und sowas. In Wien? Nein, ich bin aus dem 4. Nein, ich komme aus dem 19. So irgendwie. Und hat mich immer ein bisschen ausgehängt, weil dann muss ich tatsächlich die Wiener Karte auswendig lernen, wenn ich dann verstehen will, wo ihr überall wart. Ja, das ist vielleicht auch dem Umstand geschuldet, dass wir doch 23 haben und Graz hat 13. Nein, wir haben ein bisschen mehr. Ich glaube, wir haben sogar 18, 19 oder sowas. Wirklich? Wir haben nicht so wenig. Egal. Lent, Gries, Buntigam. Maria Trost. St. Peter, Jacomini, Ries. Gösting haben wir noch. Gösting, genau. Gösting, du kennst die Grazer Bezirke, geil. Ja, ja. Wir schauen also deppert aus. Wahrscheinlich gibt es Mitte oder wie auch immer. Eckenberg haben wir noch. Eckenberg. Lent haben wir noch. Ja, ich glaube, dann haben wir schon durch, oder? Haben wir da irgendwas? Wisst ihr was? Wir werden es einfach so machen, ihr schreibt das in die Kommentare rein. Ja, genau. Aber ich glaube, sie haben 17 Bezirke. 17. Aber der Rest fällt mir nicht ein. Ja. Ja, die 23 tatsächlich bin ich sehr stolz drauf, weil ich kenne die natürlich alle. Ja. Sehr gut. Und kann da immer wieder mit so Detailwissen glänzen, weil ich bin ja in Wien in die Volksschule gegangen und wir haben das da tatsächlich noch gelernt. Aber es sind viele. Und natürlich, wir haben auch so, gibt natürlich auch Grabenkämpfe zwischen den Bezirken. Ja? Zum Beispiel der 11. ging an 19. Also 19. ist welcher? Döbling, das sind die Gespritzten. Also das ist vor allem, sagen wir so, es gibt nicht wirklich Kämpfe, außer mein persönlicher Kampf, 11. gegen ein 19. Ja. den kämpfe ich schon sehr lang, weil das sind die Botschaften und Willen. Ja. Und ich sage immer Problembezirk, 19. Brennpunkt, Döbling. In Simmering ist halt die Welt noch in Ordnung. Da scheint die Sonne noch. Genau. Sehr schön. Wir sind übrigens gerade im 11. Wiener Gemeindebezirk und wenn man da jetzt aus dem schönen Panoramafenster, wie ich es hier habe, blickt, dann kann ich quasi über das Königreich Simmering, das kann ich einfach komplett erfassen. Ja, perfekt. Ja. Perfekt. Du bist ja auch im Magistrat vom Bezirksrat oder so. Ich bin Bezirksrat in Simmering. Ja, geil. Ja, das ist, es klingt jetzt noch nicht nach Bundespräsident. Aber immerhin. Aber es ist auch nicht nichts. Ja? So ist es. Und ich habe da jetzt so meine Position gefunden und kann da meine Anträge abgeben, die ich für gescheit oder gescheit halt. Ja? Und die werden dann behandelt im Bezirksparlament. Das trifft dann einmal im Quartal zusammen. Es ist wirklich eine überschaubare Aufgabe. Also für mich nicht, weil ich bin auch gleichzeitig Parteiführer. Jetzt hat es gewoggelt. Warte, das wird gerne nochmal wackeln. Geil. Aha. Let's go. Wow. bin auch gleichzeitig Parteiführer und deswegen natürlich sehr eingespannt. Aber sonst ist es es ist wie das Parlament im Kleinen und das taugt mir eigentlich schon sehr und es ist ein sehr netter Umgang. Ein
zwischen den Fraktionen ein respektvoller Umgang. Mhm. Das finde ich ganz gut. Und ich finde auch so generell, um noch einmal, bevor wir dann wieder über die Leinwandsachen wie Bier und Musik reden, noch einmal ein Politiker, bla bla. Wenn jemand eine gute Idee hat, dann versuche ich auch immer relativ ihr wisst, was ich meine. Richtig. Aber ohne Vorurteile in die Sache zu gehen, weil es ist eine gute Idee und die kann auch von den Blauen kommen. Mhm. Ja. Man glaubt es kaum, aber hier und da kommt auch von den Blauen was, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt nicht komplett blödsinnig. Und dann stimme ich doch gern mit und so ist es halt auch umgekehrt. Also das ist eigentlich ein sehr, 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 sehr netter Umgang. Der Duschzeiten, ha? Wahnsinn. Ja, die Fans draußen, man hört sie eh schon. Ja, ja. Die randalieren, weil einer noch kein Bier ausgebracht hat. Aber es ist ja cool, wenn schon eine Akzeptanz auf dieser Ebene herrscht, weil natürlich ein bisschen recherchieren tut man ja, wenn man dann mit dem zukünftigen Bundespräsidenten ein Interview hat, beziehungsweise ein Podcast ist ja kein Interview. Und da wird schon oft die Bierpartei als Spaßpartei hinhergezogen. Und ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es kommt natürlich immer öfter vor und ich versuche mich dagegen auch. Also ich wehre mich nicht jetzt großartig dagegen, weil ich habe andere Sachen auch zum Tun, wie wenn jetzt irgendein Journalist die Bierpartei als Spaßpartei abtut, aber im Prinzip sollte man, glaube ich, generell, ob es jetzt Parteien sind oder Menschen, vorurteilsfrei begegnen und sie einfach daran messen, was sie tun und nicht das, was man wo gehört hat oder was man halt sich lieber zusammenreimt. Ich glaube, das ist so ein ganz genereller Lebensgrundsatz. Das macht oft Sinn, dass, ja, don't judge a book just by its cover. Und sie schreiben das halt gern, aber ja, wir haben einen Haufen Anträge gemacht, mehr als manche über andere. Über 300 oder sowas, was ich gelesen habe, das ist nicht schlecht. Doch, viele, ja. Ganz, ganz einfache Verkehrsschar-Themen bis hin zu doch, sagen wir mal, fast bundesparteipolitische Themen oder so ganz, zum Beispiel gegen die Abschiebung von Kindern oder was ein wichtiges Thema ist. Ja, voll. Auch dass eine Menschenrechtsfahne am Simmeringer Amtshaus weht. Mhm. Das sind eigentlich schon so Themen, die über die Grenzen von Simmering hinausgehen. Und natürlich, wenn man sich was nicht erklären kann, dann diffamiert man es vielleicht oder redet es runter und sagt halt, Spaß. Das war's bitte, ja. Genau, und, aber das macht mir umso mehr dann Freude, wenn man dann halt doch was Vernünftiges machen kann und die Leute das dann auch nach und nach sehen und irgendwann checkt es auch die Presse und die Tageszeitung heute. Und die Kronenzeitung schreibt auch oft Spaßpartei. So, jetzt hat es nicht Post. Jetzt hat es nicht Post, ne? Mhm. Super, stabil. Checken die halt auch so, okay, machen, heißt halt nur Bierpartei. Mhm. Machen aber auch Sachen, die außerhalb von Bier. Ja, super. Ja. Ich find das klasse, weil, wie gesagt, wie am Anfang schon gesagt, es ist ein frischer Wind und es ist einmal was anderes. Ja. Und es ist einmal nicht schlecht in dem festgefahrenen System, wo wir gerade sind, dass einmal was anderes passiert. Ja, also, komplett. Cool, das passt schon so. Und man muss, das ist jetzt auch wichtig zu sagen, Die Bierbank ist wieder da. Die Bierbank quietscht. natürlich verlasse ich meine Kernthemen nicht. Ja. Also ich kämpfe noch immer gegen für die Verbannung von Biermischgetränken, für den Bierbrunnen. Ja. Ja, es ist ein Kampf, weil mir werden meine Anträge nicht zugelassen. Aber das wäre alleinig für den Tourismus ein Wahnsinn. Österreich, zweit-, dritt- oder erstgrößtes Land mit meisten Bierkonsum, Alkoholkonsum. Wo ist der Bierbrunnen bitte? Richtig. So, das war gleichzeitig dein Bewerbungsgespräch als Spitzenkandidat für die Bierpartei Graz. So. Geil. Und es wird schon wieder Posten geschlachtet. Herrlich. So gefällt mir das. Nein, ich habe tatsächlich, ich verfolge da eine große Vision mit dem Bierbrunnen. Und es ist gar nicht so einfach, das wirklich dann auch durchzubringen, im Sinne von, dass einmal der Antrag überhaupt zugelassen wird. Weil dann sagen die anderen ja, das ist kein, das muss beim, weiß ich nicht, Wiener Wasser ist das Thema. Und ich so, aber ich kann ja nur im Bezirk einen Antrag einbringen. Ich kann jetzt, also man muss ja gewissen, sagen wir mal so, diese bürokratischen Hürden, die muss man weiterhin überspringen oder versuchen sie zu überspringen. Und es ist dann oft gar nicht so leicht, dass man den richtigen Antrag da einbringt, dass das dann nicht alles in Arsch geht. Long story short,
Er wird kommen. Ja, sicher. So war ich Marco Pogo heiße. Ja, geil. Ich meine, was ja auch eine coole Idee wäre, wäre so Bier was, also Bierspender, die kleinen, weißt du, wo du hingehen kannst. Wir haben das in Graz, durch die Säulen, dann drückst du auf und kommt Wasser raus. Wird klasse. Das gleiche mit Bier. Schön kalt immer. Komplett. Oder? Ja, auch im Sommer, wir haben so diese Verdampfer bei den U-Bahn-Stationen, wo dann so immer frisches Wasser durch die Gegend sprüht. Wenn man da mal, sagen wir mal, angrenntes Bier, jetzt nicht frisches, noch genießbares, aber das war ja was, wenn es in der ganzen Stadt nach Bier fährt. Herrlich. Ja, also mit der Bierdusche soll ja auch gesund sein. Ja. Vor allem im Fußball ist es ja bei den Bayern, ist es ja gang und gäbe, wenn sie Meister sind, schütten sie sich das Bier über den Kopf. Super für die Kopfhaut. Finde ich gut, auch für die Haare, ja. Ich habe jahrelang die Haare nur mit Bier gewaschen. Ne? Deswegen schaut es so aus, wie es jetzt ausschaut. Ja, da haben wir schon ein paar Ideen. Ja, da kommen wir noch drauf zurück, glaube ich. Das werden wir. Ja, ich schreibe das alles mit jetzt und wenn es dann um den, sagen wir mal, das Wahlprogramm 2000 und es wird gewählt 2024 vielleicht. Vielleicht früher, ich glaube ja früher, dann haben wir schon einen, weiß nicht, einen 10-Punkte-Plan. Ja, sicher. Wir rollen das Feld von Graz aus auf. Ja, genau. Optimal. Dann hätten wir das auch. Geil. Ja. voll cool. Ja, Bier, schön, Partei, auch cool. Und jetzt kommen wir wieder zur Musik. Jawohl. Ich bin ein riesen Musikfan, ich kann so überhaupt nicht singen. Ich kann gerade halt Ukulele spielen, wenn überhaupt ein bisschen. Aber das, ich finde es geil. Das kann ich nicht, aber... Du hast da nicht Moment, da, gell? Moment, ich habe nicht da. Sekunde. Marco Pogo geht gerade seine Ukulele holen. So, geil. Warte, ich muss mal kurz die ist schön sauber. Ist die verchromt oder was hast du denn da? die habe ich mal in einem Geschäft irgendwo gekauft. Und die ist aus Plastik. Und die ist komplett aus Plastik und sie hat 10 Euro gekostet. Ja, geil. Es ist ein, und ich habe mir gedacht, aber nachdem sie so silber glänzt, wäre es geil, wenn ich mal es mal an und dann versteigere ich es zum guten Zweck. Sowas? Also guten Zweck, meinen nächsten Urlaub oder irgendwas. das Problem ist, sie lässt sich nicht stimmen. Ne? Lass du sie nicht dran? Nein, also man kann es schon drehen, aber es... Ja bitte, wir auf Hawaii heute. Ja, Hawaii für Sozialhilfeempfänger. Aber ja, es gibt tatsächlich auch hier noch einige Gitarren. Und ja, das haben wir auch. Ja, gut, du bist Musiker, also das ist irgendwie, wäre es verwunderlich, wenn es keine Gitarren da hättest. Ja, stimmt, und es stehen ja da jetzt gar nicht mal alle da, weil ich hab noch viel mehr Gitarren, weil irgendwie Gitarren, das ist so, die hast und die gibst du dann immer her. Mhm. Das wären einfach im Laufe des Lebens, wären es immer mehr und dann irgendwann hast du halt 15 oder 20. Ja, kommt was zusammen mit dir, aber. Ja, ja. Das klingt jetzt so deppert, aber. Es ist so. Es ist wirklich so. Und dann, weißt du, dann hast du eine für die Bühne, dann hast du die zweite Gitarre für die Bühne, dann hast du die dritte Gitarre für die Bühne. Dann hast du aber eine Studiogitarre, die spielst du eigentlich nicht auf der Bühne, weil es unhandlich ist. Oder ist auch die Studiogitarre. Genau, ist eine Studiogitarre. Und dann hast du natürlich eine Akustikgitarre, da brauchst du eine zweite als Backup und dann irgendwann findest du noch eine und dann hast du eine dritte. So, das sind jetzt mal nur die Gitarren. Dann kommt irgendein Wahnsinniger daher und baut da, so wie ich hier, habe eine Bierraketengitarre. Urgeil. Voll geil. Ja. Dann hast du da noch eine. Und dann kommen die Bässe erst. Ja. Mm. Aber du wolltest mal eine Frage stellen. Dass du mal ach so, eine, ja, Frage. Ich habe meinen Suppenschlitz offen. Nein, um Gottes Willen. Ich würde nur sagen, dass ich nicht gut Gitarre spielen kann. Ach so, okay. Ja. Ich habe es einmal erklärt, ein guter Freund von mir, der Jan, der hat mir mal seine Gitarre da lassen. Dann haben wir ein bisschen gespielt, das war eine Western-Gitarre. Mhm. Und geil, ich bin richtig gut geworden, unter Anführungszeichen. Ich mache gerade Anführungszeichen, wird leid, weil kann man nicht hören. Bis die Hornhaut da schon ein bisschen die Schlitz da gekriegt hat. Gell? Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, man übt fleißig. Und dann hat er es mal wieder weg. Habe ich nie gehabt. Ja, Talent, weißt du, ist. Also er hat sie dir quasi entrissen. Ja, weil er ist dann in eine eigene Wohnung gezogen und natürlich ist er halt ein guter Gitarrenspieler und hilft ja auch, wenn man Leute kennenlernen will. Ja, also prinzipiell das mit der Hornhaut, das hat es bei mir nie gegeben. Wirklich? Weil ich bin so eine faule Sau, es ist unglaublich, ich habe nie geübt. Und halt besser bin ich erst geworden durchs viele Live-Spielen, weil... Mhm. Da habe ich ja dann gezwungenermaßen 1,5 Stunden pro Tag geübt. Ja. Auf der Bühne. Ja, geil. Aber sonst geübt da habe ich echt nie. Na gut, in der Musikschule. In der Musikschule, ja, das war vor 30 Jahren. Fast. Und ich sage auch immer so schön, wer übt, verratet seine Freunde.
Okay. Oder wer probt, hat es nötig. Auch sehr schön, ja. Sehr. Also das heißt auch, wenn du irgendwann einmal eine Rede halten musst vor unserem schönen Volk, das wird improvisiert sein. Da wird nichts geübt. Ich bin tatsächlich, also es ist alles immer ziemlich stegreifig, was ich da mache. Also so Reden, Ansagen, Interviews natürlich. Manchmal sagen sie, sollen wir da die Fragen vorher schicken? Nein, oh Gott, nein. Antworten wir einfach drauf. Kennst du das mal schicken? Ich werde es nie lesen. So in die Richtung. diese Spontanität ist eigentlich ganz cool und das ist auch in der Musik halt, das macht halt jedes Live-Konzert irgendwie ein bisschen anders. Mhm. Und ich glaube, das hält es für alle spannend, fürs Publikum, für die eigenen Bandmusiker. Mhm. Ja, sicher. Für mich. Keiner weiß, was passiert. Immer herrlich. Ja, freie Schnauze würden die Deutschen sagen. Genau. Super. Das versuche ich immer zu machen und bin damit eigentlich ganz okay gefahren. Ganz ja, okay. Haut schon hin. Sehr. Mir ist gerade was eingefallen. Wir haben ja... Ja, sehr gut. Kein Stress. Wir haben ja irgendwann einmal im Jahr den Tag des Bieres. Es gibt mehrere tatsächlich. Es gibt den Tag des österreichischen Bieres. Ich glaube, der ist im September. Es gibt einen internationalen Biertag. Der ist, glaube ich, in 2 Wochen. Das, okay, wir haben mehrere, was gut ist. Ja. Da hätte man eine Projektidee. Oh ja. Tag des Bieres und wir schauen, dass wir in alle Beams, Graz und Wien oder U-Bahnen, einmal die Ansage von einem, entweder von dir oder von jemandem, der gern Bier trinkt, dass das gemacht wird. Und es gibt beim Einsteigen, bei jedem Ticket, das du ziehst, gibt es ein Glanz 033er. Einfach nur zum Aufwärmen. Das wäre Wahnsinn, oder? Das wäre gut. Da müssen wir mit der GVB in Graz reden und mit der, wie heißt die in Wien? Wiener Linien. Wiener Linien, genau. Ja, das fände ich gut, wenn jemand die Ansage machen soll, der gern Bier trinkt, dann würde ich sagen, ich könnte das machen. Ja, traust du das zu? Ich melde mich freiwillig. Geil. Das Problem ist, ich mache es stegreif, also ich sage euch die Stationen dann stegreif durch. Ja, sicher. Was, kein Sau, wo aussteigen soll. Nächste Haltestelle, Wien. Wien-Meidling. Wien-Döbling, eh schon wurscht. Das wird es auch, wie jedes Duo-B-Live-Konzert, halt auch die öffentlichen Verkehrsmittel durchweg spannend halten. Mhm, was aber nach dem 5. Seil dann eh wurscht ist, was du aussteckst. Das stimmt, ja. So gesehen ergibt wieder alles Sinn. Herrlich. Absolut. Und dann Konzert hast du angesprochen. Ihr habt ein richtig geiles Konzert gerade gehabt, gell? Ja, also ein sehr sinnvolles auch, ja. Muss man sagen, im Happelstadion. Das war eine tolle Sache für Nachbar in Not. Mhm. Ich glaube, Nachbar in Not und Volkshilfe, es flossen an beide Organisationen Kohle für geflüchtete Menschen in der Ukraine. Und das haben sich so ziemlich alle in Österreich, was Rang und Namen hat, da eingefunden, ja, wo ich mir auch gedacht habe, Alter, das passiert sonst nie. Ja, österreichisches Live-Aid-Konzert quasi, ja, gell? Mega. Dass diese Bands zusammenspielen, aber ja, das ist so passiert und es ist auch ein schöner Betrag dabei zusammenkommen. Mhm. Ich glaube, eine Mille oder 1,5 oder auf jeden Fall sehr viel und ja. Das ist schon fast eine Parteifinanzierung, bitte. Eigentlich schon, das ist so was die Neos in Wien kriegen im Jahr, so ungefähr. Nein, feine Sache und hat, also die Bands, das ist natürlich cool, wenn solche Bands, wenn man das spielen und da auch mitmachen darf und so, die Bands machen im Prinzip eh das, was sie sonst auch machen, nämlich live spielen. Das, was ich viel, viel respektabler finde, sind die Leute, die ihre Wohnungen ausräumen, dass Leute beherbergen, wenn sie versuchen, Privatspenden aufzutreiben, sei es jetzt Geld oder Hygieneartikel oder Stofftiere. Wir sind sehr aktiv aktuell in unserem Land. Komplett. Und gutes, schönes Zeichen eigentlich. Ist es, aber da wäre eine Frage, warum nicht schon vorher? Ja, weil jetzt... Weil es fast vor der Haustür ist, ja? Weil es näher ist und ich glaube, dass... Ich weiß, worauf vielleicht die Frage auch hinzielt oder was sich viele denken, so, naja, ein Mensch ist ein Mensch und von wo der flüchtet, ist jetzt wurscht. Ich glaube, es ist einfach diese geografische Nähe. Mhm. Und das war schon ein paar Mal so. Es war ja auch also bis zu dem Moment, wo das österreichische Gemüt kippt und ihnen die Flüchtlinge wieder zu viel sind, das passiert ja auch regelmäßig, war es doch auch im Jugoslawienkrieg so. Oder ganz, was oft hergenommen wird, ist die Ungarn-Krise 1956, wo die Solidarität halt ganz anders war, weil es halt, ja, die Kronländer. Ja. Was sehr schade ist, weil eigentlich soll es scheißegal sein, wo jemand herkommt, wenn es im Arsch geht, dann sollte man
denen helfen. Genau. Aber jetzt sind wir soweit und das ist schön. Es ist echt schön anzusehen, dass wir als sozialer Staat, der wir sind, Volkshilfe leisten. Absolut. Und ich finde auch, dass nach den Jahren der dieses angespannten Stimmung, vor allem wegen Corona halt, also eigentlich nur wegen Corona, auch gut, dass die Leute doch irgendwie auch wieder zusammenstehen können und nicht die auf die Straße gehen, unbedingt der Holocaust-Leugner mit die Klangschalen spielenden Esoterik-Bauchtanzgruppen sind, sondern halt auch, okay, es gibt schon viele Normale auch, oder die das halt auch schlimm finden, was da gerade passiert. Absolut, ja. Gibt mir persönlich ein bisschen Hoffnung. Absolut. Diesen Weltschmerz tut es ein bisschen lindern. Ja. Wenn man einfach sieht, da wird aktiv was gemacht und das Konzert super geil. Man tut es auch schon Gegenstimmen geben, weil zur Corona-Zeit zum Konzert gehen. Nee. Aber ja, was willst du machen? Weißt du, sonst sperren sie sich daheim ein und machen die Feiern. Ich finde es schon okay und es war echt für einen guten Zweck und geil. Ja, nein, es war eh klar, dass sich die Leute empören werden, weil natürlich auch in Zeiten von Pandemie, natürlich ist es, kann es prinzipiell zur Clusterbildung und die Zahlen, also es hat sicher nicht die Zahlen erniedrigt. Ja. Andererseits muss man auch dazu sagen, es war politisch erlaubt. Genau. Also es war, das ist das, was der Gesetzgeber uns gesagt hat, dass es geht. Ich meine, ich war ja nicht Veranstalter, aber uns, mit uns meine ich das Land. Und wenn das eine derart hohe Gefahr ist, dann darf man es überhaupt nicht erlauben. Ja. Aber dann muss ich auch alles irgendwie gleich behandeln. Dann muss ich sagen, okay, dann gibt es aber auch keine Corona-Demos, weil keine Masken. Dann genau. Könnt ihr das nicht machen, weil das ist zu gefährlich. Dann darf aber auch nicht Rapid im Weststadion vor 25.000 spielen. Da kommt vom Hundertste ins Tausendste. Dann muss es irgendwie stringent sein. Aber sich jetzt eine konkrete Veranstaltung rauszupicken, nur weil es mir nicht ins Weltbild passt und sagt, naja, die Corona und was, das jetzt habt ihr es wieder vergessen. Das ist ein bisschen kurz gedacht. Ja. Und der Veranstalter hat, sie haben eh die Masken austeilt. Ja, die Leute tragen es halt nur bedingt. Mhm. Ich bin den ganzen verdammten Tag mit dieser scheiß Maske herumgerannt, ja, immer hinten und so weiter. Und auch mein ganzes Team. Aber letzten Endes ist auch jeder für sich selbst verantwortlich. Absolut, absolut. Und da hat der Opa damals schon immer gesagt, das hilft das ganze Ärger nichts, da hilft kein Salben. Und recht hat er gehabt. Recht hat er gehabt. Genau. Aber wie gesagt, trotzdem für mich überwiegt auch das schöne Signal, das man da in die Welt hinausgeschickt hat. Und dann auch am Heldenplatz waren ja auch wieder zig, zig, zig Tausend. Und auch das eine schöne Sache. Die Wanderspüle jetzt, glaube ich, jede Woche. Ukraine-Benefits. Die spielen so lange, bis der Krieg vorbei ist. Ja, aber cool, schau, wir haben jetzt zwei Monate, sage ich ja, schön wäre es. Über zwei Jahre waren wir eingesperrt und haben nichts machen können. Und so, vor allem für Bands und für generell Kultur, ist es wichtig, wieder rauszugehen und einfach express yourself. Ja, komplett. Ich verstehe es eh. Für mich auch, wenn der, also im Schnitt 80 Shows im Jahr gespielt. Ja. Also richtig viel zum Teil bis 2018, 2019 ein bisschen weniger, weil war dann Album-Release, da war Tour, dann waren Festivals, dann war noch eine Tour und dann war Corona. Und dann war einfach von 80, 70 Shows im Jahr auf null. Null, zero. Zero. Und das ist irgendwie, das ist doch das, was ich, das ist schon mein Job irgendwie. Ja. Also ich mache zwar viele andere Sachen und so, aber doch, live spielen, auf Tour fahren und so weiter ist mein, sagen wir mal, Beruf. Ja? Und also einfach auf Tour zu fahren ist jetzt wieder, das ist wieder schön. Mhm. Auch für die geschundene Künstlerseele. Mhm. Absolut, sehr schön formuliert. Sehr schön formuliert, na, voll cool. Lieber Dr. Marco Pogo. Bitte, ja. Wir sind ja schon fast am Ende unseres wunderbaren Gespräches angelangt. Jetzt, ich wünsche dir mal für die Zukunft frohes Schaffen und alles Gute. Bist der lässige Harvey und Bierpartei Graz. Hello, here I am. Danke, ja, ich werde auf deine Bewerbung gerne zurückkommen. Ja, wir haben es jetzt da auf Ton, ja. Also geil. Okay, aus der Sachen komme ich nicht mehr raus. Gibt es von deiner Seite aus abschließend etwas, was du den Zuhörerinnen, Zuhörern oder generell einmal so rausschmeißen willst, wo du sagst, Leute, das möchte ich loswerden? Ich möchte loswerden, dass ich mich wirklich
freue über diese Welle der Solidarität in der Bevölkerung. Ich finde das wirklich schön und das gibt mir nach doch Monaten des, sagen wir mal, des Zweifels an dem guten Verstand mancher Menschen in dem Land doch auch irgendwie wieder ein bisschen, ja, Energie. Und das finde ich schön. Und das möchte ich denen da draußen, die das hören, auch sagen, dass ich das wirklich geil finde und toll finde. Und auch wenn der Anlass natürlich eine Katastrophe ist und das wissen wir eh, ich glaube, wir dürfen das Lachen nicht vergessen. Richtig. Und das Leben kann so fucking kurz sein. Ja, es ist einfach vielleicht der letzte Tag. Und den letzten Tag, den will ich zum Beispiel eher für mich jetzt lachend verbringen. Und deswegen, glaube ich, ist auch wichtig für viele, man darf sich das Lachen nicht nehmen lassen, weil das ist sehr ernst ist manchmal, das kriegen wir eh alle mit. So ist es. Und lasst euch das Lachen nicht nehmen und danke für das nette Gespräch. Danke dir. Alles Gute. Alles Gute.